Hallo und ganz herzlich willkommen, lieber Wassermann, zu deiner Monatslegung für Oktober 2024. Hallo an alle neuen Zuseher. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Tanja. Ich lege hier die Karten und es werden zwei Stapel ausgelegt. Der eine mit allgemeinen Energien und der andere in Form von Engelsbotschaften als Empfehlung für dich. Alles, was dich sonst noch interessieren könnte, findest du unterhalb dieses Videos in der Infobox aufgelistet, zum Beispiel den Link zum weiterführenden Reading, falls du mit diesem hier in Resonanz gehen solltest. Und du findest in der Infobox immer die Zeitstempel, sodass du, wenn du einem Mischprozess nicht beiwohnen möchtest, ganz bequem zur Deutung vorspringen bzw. übergehen kannst. Ich hoffe, du bist gut durch den September gekommen und freust dich mit mir auf die Oktoberbotschaften. Und ich würde sagen, wir fangen an. Soll es für dich sein und hier heißt es, Liebe ist so viel mehr als Händchen halten, Intimitäten austauschen und aneinander denken. Liebe ist so viel mehr als Händchen halten, Intimitäten austauschen und aneinander denken. Da ist was Wahres dran. Und jetzt schauen wir gleich mal weiter. So, mein lieber Wassermann, hier liegt eindeutig ein Liebes-Comeback. Hier möchte jemand zurück zu dir, beziehungsweise bist eventuell du es, der, die zurück möchte zu jemandem. Ich habe trotzdem den Eindruck, dass ich hier von einem Gegenüber spreche. Hier realisiert jemand im Abstand zu dir, wie sehr man dich eigentlich vermisst. Ja, das ist immer seltsam, ne? Wenn man dann Kontakt hat und im Miteinander ist und man denkt, es läuft alles gut, dann zieht sich plötzlich jemand zurück, aus welchen Gründen auch immer. Um dann festzustellen, eigentlich war das ganz schön, was ich da hatte. Hier fühlt man sich verloren, der verlorene Kompass, zur Ganzheit zurückfinden. Man sehnt sich danach, hier haben wir die Sehnsucht liegen. 3 und 5 ist 8. Die 8 ist immer stellt einen Zyklus dar. Wenn man sich eine 8 vorstellt, dann ist das ein geschlossener Kreislauf. Hier unten drunter haben wir eine 3, die sieht für mich immer aus wie so eine halbe 8. Ja, hier ist es offen, die zwei Bäuche sind offen. Wenn man die schließen würde, dann hätten wir eine 8. In dem
dass wir hier eine 3 abgebildet haben und das Schiff mit der Sehnsucht, ja, überkommt es einen letztendlich vielleicht auch mal offen zu sein dafür und mal drüber nachzudenken, was war das eigentlich mit uns? Was hat das Ganze für einen Sinn gehabt? Was hat das bedeutet? Und vor allen Dingen, was bedeutet es mir? Und es ist oft so, dass man gerade die Leute, die sich schnell zurückziehen, die vielleicht ein bisschen bindungsängstlich sind, erstmal so, Gott sei Dank, jetzt bin ich die Situation los und oh, jetzt bin ich da draußen. Und du als Gegenüber bist zum Beispiel traurig und ja, niedergeschmettert und frustriert und enttäuscht und was nicht alles im Liebeskummer, während der andere erstmal so durchschnauft. Ne? So, oh, jetzt habe ich erstmal wieder Freiraum. Jetzt habe ich wieder meinen Rückzugsort. Jetzt kann ich mich, was weiß ich, erholen, neu sortieren, neu ordnen. Und nachdem das alles geschehen ist, du dich langsam erholst oder schon erholt hast, da kommt dieser Mensch erst ins Grübeln. Und da holt es einen wieder ein, weil es in einem selber ruhiger geworden ist. Und dann kann man sich solchen Dingen widmen. Manchmal muss man sich solchen Dingen auch erst dann widmen, weil das Herz wieder laut wird, weil die Sehnsucht kommt. Und hier erkennt jemand die Chance. Hier haben wir die 4, das ist die Zahl des Aufstiegs. Man erkennt die Qualität eurer Verbindung und man vermisst das. Ich kann nichts vermissen, wenn ich es ständig um mich herum habe. Dann erachten viele Menschen etwas als Selbstverständlichkeit, was es natürlich nicht ist. Aber der Mensch neigt dazu, die Dinge als selbstverständlich zu erachten, wenn es gut läuft. Ist doch da, ist doch zur Verfügung. Für uns ist es kein Ding, in den Supermarkt zu gehen. Die Regale sind voll. Wir brauchen nur zugreifen. Wir haben Auswahl ohne Ende. Wir haben unterschiedliche Preisniveaus. Wir haben unterschiedliche Qualitätsstandards. Wir haben ja Auswahl ohne Ende. Wir können Weizennudeln kaufen, Dinkelnudeln, Linsennudeln, Vollkornnudeln, was auch immer. Jetzt einfach nur als Beispiel. Wir haben die Qual der Wahl. Es steht alles zur Verfügung. Und es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, vor so einem gefüllten Regal zu stehen. Wir sind es gewohnt. Das ist die Macht der Gewohnheit. Aber sobald man das nicht mehr hat, ich sage nur Corona, kein Toilettenpapier mehr, dann ist das Geschrei groß. Um Gottes Willen. Ja, jetzt nur einfach mal als Beispiel. Der Mensch neigt dazu, so zu sein. Die Dinge so anzunehmen, wie sie halt gegeben sind. Und wenn sie in der Fülle vor einem liegen, statt dankbar zu sein und wertschätzend zu sein, erachtet man es als selbstverständlich. Und das ist eigentlich schade, das finde ich immer sehr traurig, muss ich ganz ehrlich sagen, dass der Mensch da immer den leichteren Weg geht. Die meisten Menschen tun das, sagen nicht alle, aber die meisten Menschen sind nicht so bewusst im Alltag. Und ich denke, das ist auch diesem Herrn oder dieser Dame hier passiert, denn man hat die Beziehungsqualität mit dir hier total verkannt. Liebe ist nämlich viel mehr wie Händchen halten, wie Intimitäten austauschen und das Aneinanderdenken. Liebe ist Aufmerksamkeit. Nicht nur, ich bin körperlich anwesend und wische auf meinem Handy rum und höre dem anderen nur halbherzig zu, wenn er mir irgendwas erzählt, wie seine Woche war zum Beispiel, wenn man sich nur am Wochenende sieht. Also ich kriege schon wieder ein Räuspern in meinem Hals und hier muss man sich öffnen. Hier muss man
um Verzeihung bitten. Hier muss man auch ja mit sich selber irgendwo klarkommen, denn wir haben hier den Fuchs liegen. Der Fuchs lässt diese Person einerseits zweifeln. Schenkst du ihm ihr nochmal deine Aufmerksamkeit? Lässt du dich da nochmal drauf ein? Vor allen Dingen, wie geht man denn jetzt auch vor? Sich nach einer Weile zu entschuldigen bei jemandem oder überhaupt wieder in Kontakt zu treten, das war gar nicht so einfach. Je mehr Zeit verstreicht, umso schwieriger ist es, wieder anzuknüpfen, wieder Kontakt aufzunehmen, über den eigenen Schatten auch zu springen. Und wir haben hier das Glücksrad liegen, Glück und richtiges Timing. 2 und 3 ist 5. 1 und 4 ist 5. Die Fünferkarten im klassischen Tarot sind immer die, wo man was tut. Und hier wägt man ab. Mache ich's? Mache ich's nicht? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Warte ich vielleicht noch ein paar Wochen? Melde ich mich erst Weihnachten zum Beispiel? Ja? Dann fühlt man sich vielleicht nicht ganz so bloßgestellt. So, als würde man jetzt hinterherlaufen, dem Ganzen hinterher trauern. Ich denke, das hat auch so ein bisschen mit dem Ego zu tun. Dann würde man ja eventuell, ja, einer Schwäche nachgeben. Hier heißt es vermissen. Anfangs dachte ich noch, ich kriege das schon irgendwie hin. Denn schon Millionen Menschen vor mir haben das geschafft. Doch mit jedem Tag, der vergeht, wird es schlimmer. Ich vermisse deine Stimme, die immer so zuversichtlich klingt. Ich vermisse dein Lachen, welches jede Person in deiner Nähe einfach mitreißt. Ich vermisse deinen Humor, der jedem ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Ich vermisse das Gefühl, dir nah zu sein. Ich vermisse dich einfach so sehr. Ja, hier badet man gerade im Schmerz. Das, was du wahrscheinlich ganz am Anfang verspürt hast, nach dem Rückzug oder nach diesem sich Ausgrenzen dieser Person, das macht diese Person hier jetzt gerade durch. Die Natur gibt dir zurück, was dir fehlt. Dir fehlt es an nichts, aber das, was du zu sein glaubst, lebt im Mangel. Entdecke in der Natur deine wahre Identität und versäume keinen Tag, Bäume zu sehen, Vögeln zu lauschen, Erde zu riechen und etwas aus Gottes Garten zu berühren. Und das ist das, was ich am Anfang erklärt habe. Diese Karte drückt all das aus, was ich am Anfang gesagt habe mit der Wertschätzung, mit der Achtsamkeit, mit den vollen Supermarktregalen. Wenn ich rausgehe und hier durch meinen Alltag hetze mit Scheuklappen, ich schaue nicht links, ich schaue nicht rechts, ich halte Leuten die Tür nicht auf, die hinter mir laufen. Ich drehe mich nicht um, ich realisiere nicht, was um mich herum passiert. Und ich sage jetzt nicht, dass diese Person auf einem hohen Ross sitzt. Vielleicht, vielleicht, du weißt das besser. Aber man ist so in sich verkopft und mit sich beschäftigt, dass man an den schönen Dingen, an den wertvollen Dingen im Leben, und das können Kleinigkeiten sein, das Lächeln der Bäckerin morgens, die den Kaffee rüberreicht, oder die vielleicht noch eine extra Kleinigkeit mit einpackt. All das übersieht man irgendwo. Man sagt vielleicht, ach, Dankeschön, ja, weil man regelmäßig kommt in den Laden, denkt man, naja, habe ich halt was gekriegt, aber muss nicht sein. Es muss nicht sein. Und
Ich glaube, das wird dieser Person jetzt bewusst, dass es viel, viel mehr braucht, um einen anderen Menschen wertzuschätzen, um eine Verbindung zu einem anderen Menschen auch zu halten und ja, weiter auszubauen. Da ist man nicht nur körperlich anwesend. Da ist man nicht nur, dass man mal kommt und sagt, naja, wie war deine Woche? Meine war so und so. Und man tut interessiert. Das ist einfach nur aus einem Pflichtgefühl heraus, aus irgendwas Antrainiertem, Anerzogenen, aber letztendlich interessiert es einen gar nicht wirklich, weil man viel zu sehr mit sich selber beschäftigt ist. Oder schon wieder, ja, drei Dinge auf der Checkliste weiter vorne ist. Statt einfach im Hier und Jetzt zu sein und sich auf den Menschen zu konzentrieren, der einem gegenüber sitzt. Jemanden anzuschauen während einem Gespräch, das zeigt Respekt und Wertschätzung. Da gucke ich nicht auf mein Handy. Ich schaue nicht ständig auf die Uhr. Solche Dinge mache ich nicht. Oder ich gucke nicht irgendwo links und rechts an meinem Gegenüber vorbei und beobachte, wer da noch im Hintergrund vielleicht im Restaurant sitzt und sich was zu sagen hat oder nicht. Oder was die Kellnerin da durch die Gegend trägt. Das kann ich machen, wenn ich mir auf der Speisekarte was aussuche, dass ich mal sage, oh, ich muss mal gucken, was die Kellnerin da in der Hand hat. Aber ansonsten konzentriere ich mich auf mein Gegenüber. Denn dieser Mensch, er bringt mir Lebenszeit. Dieser Mensch schenkt mir seine Zeit und zollt mir seinen Respekt. Dann sollte ich das doch auch tun. Jetzt schauen wir mal in die Engelsbotschaften. Ich bin jetzt echt gespannt. Hier haben wir auf jeden Fall jemanden, der ziemlich nachdenkt, ziemlich reumütig ist auch, ne, weil man eben vermisst. So, hier haben wir bekommen zweimal lass los, steht hier, gehe ich dann auch gleich drauf ein.
Jetzt haben wir hier als allererste Karte den Geburtstag liegen. Die Antwort auf deine Frage hat mit einem wichtigen Geburtstag zu tun. Ja, Mai, kann sein, dass ihr beide jemanden kennt und ihr trefft euch da auf dessen Geburtstag wieder oder auf deren Geburtstag, ja, egal ob männlich oder weiblich. Kann sein, dass da eine Wiederbegegnung stattfindet. Vielleicht versucht ihr euch auch ja, glimpflich aus dem Weg zu gehen, um ja irgendwie nicht zusammenzutreffen, weil es einfach wehtut, wenn man sich sieht. Und vielleicht ist das ein Geburtstag, wo man ja, sich dazu durchringen muss, wenn man sagt, Mensch, das kann ich jetzt fast nicht bringen, da nicht hinzugehen. Ja, da würde ich meine Freundin, meinen Freund kränken, ne? Und eventuell ist das sogar eine verwandte Person von irgendeinem von euch, kann ja sein, und ihr beide seid geladen. Da muss man dann über seinen Schatten springen, ja, was heißt muss, sollte, ja, das, sowas sollte dann nicht drüber stehen, wenn einem diese Person, die da Geburtstag hat, auch wirklich was bedeutet. Aber ich glaube, für die meisten von euch bedeutet es eben, dass etwas von Neuem beginnt. Ein Geburtstag ist ja ein Tag der Geburt. Also wir erinnern uns an unsere eigene Geburt. Wir sind vor, was weiß ich, wie vielen Jahren geboren. Und das feiern wir jedes Jahr. Und der eine mehr und der andere weniger. Im größeren, im kleineren Kreis. Aber wir ehren diesen Tag. Man nennt den Geburtstag auch Ehrentag. Das ist was Besonderes, dass du hier bist auf dieser Welt oder dass diese Person hier ist auf dieser Welt. Und man sollte eigentlich jeden Tag ehren, jeden Tag, an dem man morgens die Augen aufmacht. Auch das hat mit Wertschätzung zu tun, mit Dankbarkeit. Und ich denke, dass der Geburtstag den Tag symbolisieren soll, an dem es mit euch wieder von vorne beginnt. An dem ihr einen Neuanfang startet, an dem ihr eine Wiedervereinigung ja, in Gang setzt, insofern ihr beide das natürlich wollt. Denn hier heißt es, lass los. Und hier eben auch. Ja, wenn du dein Bedürfnis nach Kontrolle aufgibst, wird deine entspannte Energie rasch zur Wunscherfüllung führen. Und hier unten haben wir die Bücher liegen. Das Buch im Lenormand steht fürs Studium, auch für das Eigenstudium und für das Dazulernen, für das neue Kapitel aufschlagen, neue Geschichten schreiben. Und wir haben hier die Heilung liegen und der grüne Rahmen steht für das Herzchakra. Hier sehen wir auch zwei Personen abgebildet und Orakelkarten legen. Das ist immer eine Bildsprache. Schau mal, die Dame in dem roten Kleid liegt hier im Schoß der anderen und lässt sich hier ein bisschen kraulen, ein bisschen streicheln, trösten vor allen Dingen auch. Ja, ich... Jetzt kriege ich schon wieder meinen Hals zu, habe das Gefühl, hier muss eine Entschuldigung ausgesprochen werden. Hier muss man Stellung beziehen zu dem Verhalten, das man halt vorher geboten hat. Hier heißt es Zeit zum Feiern. Und wir haben hier den roten Rahmen für das Wurzelchakra, wieder ins Urvertrauen kommen, dass es gut wird mit euch beiden oder beziehungsweise gut werden kann, wenn ihr beide das Richtige tut, den richtigen Schritt aufeinander macht und vielleicht auch mal den ein oder anderen Schritt rückwärts macht, dass der eine ein bisschen mehr vom Gas geht und der andere und den anderen nachkommen lässt. Ja? Oft ist es ja so in Paarbeziehungen, dass einer ein bisschen schneller unterwegs ist, die Dinge schneller forcieren möchte und am besten gleich zusammenziehen möchte und der andere, der braucht einfach noch ein bisschen Zeit, um sich zu entwickeln. Und das ist okay, finde ich. Da muss man ein bisschen Gespür füreinander entwickeln. Lass los ist meines Erachtens nach das, was ich vorher erklärt habe, dieses geh raus und erkenne die kleinen Dinge im Leben. Ja, die kleinen Dinge. Nimm Abstand von deinem
getrieben sein, von deinem im Ego verhaftet sein, von deinem täglichen Verhalten. Ich finde, es ist auch ja eine schlechte Angewohnheit, so ignorant durchs Leben zu rennen. Da darf man ruhig ein bisschen an sich arbeiten und man darf ruhig ein bisschen über den eigenen Tellerrand mal hinausschauen. Wie geht es jemand anderem? Kann ich jemandem eventuell die Tür aufhalten, der vielleicht mit dem Koffer hinter mir hinterher rennt oder wie auch immer? Kann ich jemandem was aufheben, was weiß ich, irgendeinem älteren Menschen, dem vielleicht gerade was runtergefallen ist, der sich vielleicht ein bisschen schwer tut, sich zu bücken? Kann ich einer Mutter helfen mit einem Kinderwagen in den Bus rein oder an einer Rolltreppe oder wie auch immer? Die Leute rennen teilweise aneinander vorbei und ich denke mir immer, seid ihr des Wahnsinns? Wo lauft ihr eigentlich alle hin? Und ich weiß nicht, ja, da denke ich immer, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und jeder ist besonders wichtig und besonders busy. Ja, also ich denke mir das immer, wenn ich in München unterwegs bin, ich bin immer so heilfroh, wenn ich hier wieder zu Hause bin, weil ich immer, weiß ich nicht, ich komme hier halt zur Ruhe und da drin habe ich immer das Gefühl, ich müsste jedem irgendwo so ein Schild um den Hals hängen. Hier, du, mach mal langsamer, du, sei mal höflicher, mach mal dies, mach mal das, ja, weil das Leben wäre viel einfacher für diese Leute, wenn sie sich selber mehr reflektieren würden. Und ich finde das so unheimlich schade. Ja, wenn man irgendwo, was weiß ich, in der U-Bahn an einem Kiosk steht und vor einem, ja, der Herr, die Frau bestellt da irgendwas und der da arbeitet, ist total höflich, ist total nett, ja, und man kriegt dann nicht mal ein Dankeschön oder sowas, kriegt das Geld so flapsig hingeworfen und das war's. Ich weiß nicht, ich finde Freundlichkeit, Höflichkeit macht das Leben einfach leichter, oder? Und das Miteinander. Hier heißt es, denke nochmal drüber nach. Und das ist auch der Fuchs gewesen, wenn du dich erinnerst, im vorigen Stapel. Und da hatten wir auch das richtige Timing, diese zwei Karten hängen zusammen. Man wägt hier ab, man traut sich so nicht so wirklich. Also man ist zwar voller Reue und man weiß eigentlich, was man tun müsste. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Person vielleicht das Handy in die Hand nimmt, versucht dich anzurufen, deine Nummer schon irgendwie raussucht, aber dann nicht auf den grünen Hörer drückt zum Beispiel. Oder dass man versucht, dir eine Nachricht zu schreiben, auf WhatsApp oder wo auch immer, Telegram, und es dann wieder rauslöscht, weil man sich nicht oder noch nicht dazu durchringen kann. Hier heißt es der Ozean. Das tiefe blaue Meer spricht zu deiner Seele, heilt und besänftigt dich, selbst dein freudiger Gedanke, in seine heilenden Fluten einzutauchen, wird zu wünschenswerten Resultaten führen. Noch besser ist es, wenn du dich physisch in der Nähe des Ozeans aufhältst. Erlaube seiner Macht und Schönheit, alle Sorgen und Ängste wegzuwaschen. Ja, kann natürlich sein, dass diese Person vielleicht auch gerade unterwegs ist und irgendwo ein Bach, ein Fluss, was weiß ich, vielleicht sogar eine Schiffsreise unternimmt, aber weißt du, was ich gerade reinbekommen habe? Ich habe den Eindruck, dass das mit dem Regen zu tun hat. Momentan regnet es ja auch sehr viel, zumindest hier bei mir im Bayern, im Süden Bayerns. Und ich denke, das ist aber deutschlandweit so, wenn ich so den Wetterbericht höre. Und ich habe so den Eindruck, dass man aus dem Fenster guckt und dass man dann wehmütig und schwermütig wird. Jetzt wird es auch kühler, es wird ein bisschen diesig draußen, es wird früher dunkel und später hell und wir stehen kurz vor der Zeitverschiebung wieder. Ne? Also das ist ja auch im Oktober, Ende Oktober. Ich glaube von 26. auf 27., wenn mich nicht alles täuscht. Und naja, da sinniert man dann doch wieder eher vor sich hin. Im Sommer ist alles so locker flockig, ja?
Die Tage wirken länger, man kann früher raus und später rein. Der Tag verläuft einfach anders. Und jetzt wird es eben kühler und regnerischer und vielleicht auch ein bisschen neblig. Und das hat mit unseren Stimmungen zu tun. Und ich denke, damit ist diese Person ebenfalls konfrontiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich hier einiges tut und dass auf dich auch hier einiges zukommen wird. Ich schaue mir das jetzt auf jeden Fall im weiterführenden Reading nochmal genauer an. Und jetzt lese ich dir noch deine Artemis-Cards vor. Hier heißt es: Die Fülle des Lebens liegt in der Stille des Geistes. Ja, in der Stille finden wir die Antworten. Das habe ich auch schon öfter gesagt. Dem ist auch so, gerade wenn man eben mal nichts hört und mit nichts beschäftigt ist, dann ist man eher mit sich selber beschäftigt. Ja, dann wird nämlich ja, das innere Kind mal laut, beziehungsweise auch das Herz flüstert nicht nur, sondern fordert vielleicht auch mal ein, zeigt mal einen Schmerz auf und zeigt einem auch, für wen man fühlt, was man überhaupt fühlt. Und das ist von Zeit zu Zeit einfach nötig, damit wir in der Lage sind und auch in das Bewusstsein kommen, wie nötig es ist, immer wieder mal hinzuschauen und nicht zu verdrängen. Hier heißt es noch, wo die Bewusstheit aufgeht, blüht die schönste Rose. Genährt mit Liebe wird sie nie verblühen. Und es braucht eben unsere Aufmerksamkeit und unsere Liebe. Da steckt das Wort Selbstliebe drin. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, dass man nur an sich denkt. Selbstliebe heißt, ich bin es mir wert. Das bin ich mir wert. Ich möchte gesund bleiben, ich möchte stabil bleiben, ich möchte in meiner Mitte bleiben. Und es hat auch mit Selbstpflegekompetenz zu tun. Veränderung wird nur hervorgerufen durch aktives Handeln, nicht durch Meditation oder Beten allein. Du musst immer was tun, nicht nur wünschen. Du musst was tun dafür. Ja? Wer Geld möchte, mehr Geld, der muss lernen, mit Geld umzugehen. Der muss erstmal lernen, wie man Geld behält. Und nicht nur ausgibt, also sich nicht so verführen lassen von dem ganzen Schnickschnack da im Außen, beziehungsweise gucken, wo man sparen kann. Und dann muss man vielleicht auch mal den einen oder anderen Kurs machen, die eine oder andere Schulung machen, damit man lernt, wie man richtig investiert. Denn hier geht es auch darum, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für Geld, Verantwortung für sich selbst, Verantwortung für Beziehung und Partnerschaft oder das Berufsleben, wo auch immer, in jeglichem Lebensbereich. Meditation macht aus uns niemand anderen, sondern den, der wir immer gewesen sind. Ja, das ist, finde ich, eine ganz großartige Botschaft. Ich denke mir das immer so bei diesen pseudospirituellen Meditationsgurus, ja, die sich dann irgendeinen Exotennamen zwischen ihrem Namen basteln, ja, da haben wir Devi, was weiß ich was alles, und ich meine das nicht böse, aber manche haben da irgendwie das Gefühl, sie haben jetzt einen Heiligenschein über dem Kopf oder sie sind jetzt erleuchtet und sitzen irgendwo auf so einer spirituellen Wolke und treiben hier durch den Tag, ich weiß nicht, galoppieren mit offenem Haar durchs Lila-Lala-Einhornland. Das ist nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Meditieren wunderbar, aber wie gesagt, du bist immer noch derselbe Mensch. Das ändert kein anderer Name oder sonst irgendwas, wozu man sich berufen fühlt oder irgendein Zertifikat oder der x-te Yoga-Kurs. Das bist du tief in dir drin und nichts anderes. Mach das aus. Die ist mir runtergefallen. Hier heißt es, Gefühle kommen und gehen wie Wolken am Himmel.
Das achtsame Atmen ist mein Anker im Hier und Jetzt. Einfach mal stehen bleiben, einfach mal durchschnaufen. Nicht immer nur rennen, rennen, hetzen, von einem Ding zum anderen. Ich weiß, wir haben viel Termindruck. Wir haben Chefs, die nerven, die Druck machen, die anstrengend sind. Wir haben Kollegen, die uns vielleicht noch zusätzliche Arbeit aufbürden, weil sie vielleicht selber gerade krank sind oder im Urlaub. Ja, machen das ja auch nicht absichtlich, passiert halt. Und dann muss man da halt einfach durch. Genau. Aber Atmen ist unheimlich wichtig, weil es unseren Organismus wieder Leben einhaucht. Und man wird ein bisschen fitter wieder, wenn man an die frische Luft geht. Das ist auch, wenn man lange Autostrecken fährt. Es ist nicht der Kaffee, den man sich holt am Rastplatz, sondern es ist die frische Luft, die einen wieder fit macht. Friede beginnt damit, dass jeder von uns sich jeden Tag um seinen Körper und seinen Geist kümmert. Gesunder Geist, gesunder Körper. Das heißt auch, ich bin dafür verantwortlich, was ich in mich reinlasse, welchen Input ich in mich reinlasse. Höre ich mir das Getratsche von der Nachbarin an, die wiederum über irgendjemanden lästert? Höre ich mir das Gejammere von meinen Kollegen an, weil sie so viel Arbeit haben oder weil einfach, was weiß ich, der Freund schon wieder Schluss gemacht hat? Belaste ich mich da damit? Oder grenze ich mich ab? Inwieweit tut mir das jetzt gut? Inwieweit stört es mich nicht? Ich höre es mir halt an. Wenn ich gefragt werde, gebe ich vielleicht noch meinen Senf dazu. Aber ansonsten, naja, geht es mir rechts rein und links raus. Weil es sollte einen nicht belasten. Man sollte nicht irgendwo zuhören, nur um dem anderen eine Gefälligkeit zu tun, sondern man muss selber auf sich schauen, inwieweit kann ich das noch für mich verstoffwechseln, inwieweit kann ich das für mich noch ab. Und vor allen Dingen, wer hört denn mir zu? Wer ist denn für mich da? Und das ist halt ganz wichtig, welche Medien schaue ich oder höre ich? Und inwieweit beeinflussen mich zum Beispiel die Nachrichten, die Politik da draußen, die politische Situation oder was auch immer. Ja, der Kampf zwischen den Parteien und was auch immer es da auch für YouTube-Videos gibt. Also ich sehe das ja auch jeden Tag, kriegt man irgendwelche Vorschläge vom Algorithmus. Und die Frage ist halt dann immer, klicke ich da drauf oder nicht? Ja. Wenn wir nicht ganz wir selbst sind, wahrhaft im gegenwärtigen Augenblick, verpassen wir alles. Und das ist es. Achtsamkeit, Wertschätzung und Respekt für das, was mir im Hier und Jetzt gegenübersteht. Das ist wie ich jetzt mit dir. Ich habe jetzt diese Legung und ich mache jetzt nichts anderes. Ich daddel hier nicht nebenbei auf meinem Handy rum oder glotze auf irgendeinem Bildschirm. Und ich habe hier vor mir, das siehst du nicht, aber ich habe hier irre viele Bildschirme, weil ich halt damit arbeite. Und diesen Tisch kann ich Höhen verstellen, deswegen arbeite ich mit diesem Tisch gerne. Ich kann hier sitzen und ich kann aber auch stehen. Ich habe hier unterschiedliche Mikros, aber ich konzentriere mich hier voll und ganz auf deine Legung. Ich konzentriere mich auf dich. Und es ist mir wichtig. Und damit zoll ich dir auch den Respekt, den du verdienst als mein Zuseher, als meine Zuseherin. Ich finde es unmöglich, wenn Menschen oberflächlich sind, unpünktlich sind, einen nicht angucken bei Gesprächen, in die Oberflächlichkeit abdriften. Also ich habe da sehr hohe Ideale, ja, deswegen meide ich auch manche Menschen, so gut es geht. Und andere, mit denen unterhalte ich mich sehr gerne. Und wir sehen hier auf dieser Karte ein Mädchen, das in einem Vogelnest sitzt. Siehst du das? Sie sitzt in einem Vogelnest. Also, sie scheint ja hier sich wohlzufühlen. Ein Nest ist ja was, was Schutz bietet. Und hier haben wir gegenüber aber einen Vogel abgebildet. Siehst du das? Und es geht hier darum,
zu überlegen, wem gebe ich Raum? Wem höre ich zu und wem nicht? Was lasse ich rein in meine geborgene, in meinen Bereich, in meinen, das ist mein Tanzbereich, das ist dein Tanzbereich. Kennt ihr das aus Dirty Dancing? Ja, und wen lasse ich denn an mich heran und wie nah lasse ich das an mich heran? Kann ich, wenn ich mir das anhöre, kann ich damit umgehen und das wieder vergessen, in Anführungszeichen, ad acta legen? Oder arbeitet das jetzt stundenlang, tagelang, wochenlang in mir? Und vor allen Dingen geht es auch darum, zuzuhören, nicht nur hinzuhören. Zuzuhören, aufmerksam zu sein und das Gegenüber auch anzuschauen. Da geht es wieder um den Respekt. Und das lernt man hier. Vielleicht hat es ihm, ihr auch mal irgendjemand aufs Boot geschmiert und hat gesagt, du kannst du dich jetzt einfach mal auf mich konzentrieren, ansonsten stehe ich auf und gehe. So bin ich zum Beispiel. Ich bin so ein Mensch. Ich bin da sehr radikal. Dafür ist mir meine Zeit einfach zu schade. Ich mache das teilweise auch mit Klienten. Also nicht oft, aber ich habe das auch schon mal gemacht. Wenn ich jemanden hier habe und wir haben einen Vertrag, das heißt, man muss ehrlich sein, muss offen sein und ich, klar, werde ich bezahlt dafür, aber ich gebe auch eben meine Zeit und ich möchte für meine Klienten und mit meinen Klienten ein gewisses Ergebnis erzielen. Und wenn ich sehe, man kommt hierher und man möchte einfach, dass ich da alles mache und selber lehnt man sich zurück und das Handy ist nicht mal aus und was weiß ich, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich dann schon sehr direkt. Und sage, dass das nicht meine Art ist zu arbeiten und dass ich das so auch überhaupt nicht möchte. Und ich kläre sowas eigentlich immer ganz am Anfang. Ich finde, sowas ist wichtig und es ist völlig egal, ob das ein geschäftliches Miteinander ist, in der Freundschaft oder in der Partnerschaft. Das Gegenüber hat Respekt verdient. Egal, wer das ist. Aber mich freut es, dass hier die Zeit zum Feiern liegt, denn ich habe so den Eindruck, man wird sich hier durchringen, weil man einfach die Sehnsucht in sich spürt und die immer größer wird und das Herz immer lauter wird und man wünscht sich dich einfach zurück. Okay, wenn du jetzt sagst, lieber Wassermann, ja, das interessiert mich auch, dann starte mit mir ins weiterführende Reading und ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall eine super schöne Oktoberzeit, ein schönes Halloween-Fest, das steht ja auch an, ne? Und lass es dir einfach gut gehen, wenn die Sonne rauskommt, mach schöne Herbstspaziergänge, genieß wirklich die Herbstzeit, das ist, finde ich, die schönste des Jahres und ich hoffe, wir bekommen noch so ein bisschen Indian Summer hier bei uns in Deutschland. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. In diesem Sinne, lass es dir gut gehen, pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal. Deine Tanja. Tschüss.